Der Vortrag hat als Titel Ohne mich wäre das Leben einfacher. Mit als Subtitel Das Atman bei den Hörnern genommen. Was das bedeutet, das wird schon klar werden. Wer kennt das nicht, dass wir manchmal selbst unser größter Feind sind? Wir tun Dinge, wovon wir wissen, dass sie uns letztendlich Leid bringen. Wir bringen uns wissentlich in Situationen hinein, die immer komplizierter werden. Wir unterminieren uns selbst mit Selbstzweifel. Wir machen uns manchmal lächerlich, unglaubwürdig, unliebenswürdig. Was oder wer steckt dahinter? Was ist es, das uns in Probleme bringt? Die vielleicht nicht überraschende Antwort ist, das sind wir selbst. Wenn andere Menschen uns keine Probleme schaffen, das schaffen wir uns die einfach selbst. Anders gesagt, ich bin das Problem. Die buddhistische Nonne und Schriftstellerin Ayakema hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Ohne mich ist das Leben ganz einfach. Und das trifft genau die Problematik, die ich heute ansprechen möchte. Und ich werde dazu die folgenden 6 Fragen besprechen. Erste Frage, was bedeutet denn dieser Satz, ohne mich ist das Leben ganz einfach? Dann zweite Frage, was ist das Ich, das uns Ärger macht? Drittens, wie können wir das Ich in uns selbst erkennen? Viertens, was macht das Ich mit seiner Umgebung? Und fünftens, wie wäre es, wenn das Ich nicht da wäre? Und was bedeutet es, kein Ich zu haben? Und sechstens, wie kann man das Ich loswerden? Und dann bin ich noch nicht fertig. Da folgt ein etwas längerer Abschnitt über die Entstehung des Ichs in der Evolution des Bewusstseins. Und danach schließe ich ab mit einer Erzählung, der Mythos von der Heimreise. Also, erste Frage, was bedeutet dieser Satz? Ohne mich ist das Leben ganz einfach. Dieser Satz ist mehr als ein netter Witz. Er umfasst eine wichtige buddhistische Lehre. Was diese Lehre ist, werden wir jetzt Schritt für Schritt untersuchen. Lass uns dafür den Satz nochmal anschauen. Ohne mich ist das Leben ganz einfach. Was bedeutet hier einfach? Oder was hat Ayakema damit gemeint? Einfach bedeutet hier unkompliziert. Das Leben ohne mich ist unkompliziert. Was impliziert, dass das Leben mit mir kompliziert ist. Das ist es auch. Einfach bedeutet hier frei von Konflikten. Frei von Konflikten zwischen uns selbst und unserer Umgebung und frei von inneren Konflikten. Ja, ein Leben, was frei von Konflikten ist. Und ein Leben, was frei von selbstgeschaffenem Leiden ist. Selbstgeschaffenem Leiden. Leiden in buddhistischen Begriffen ist Dukkha, wird Dukkha genannt. Und Dukkha bedeutet wortwörtlich, das ist ein indisches Wort, ein kaputtes Rad an einem Wagen. Ja, wenn man auf einem Wagen sitzt und das Rad ist kaputt, ja, oder das Rad steckt nicht wirklich gut auf die Achse. Und der Wagen rollt fort und bei jeder Umdrehung des Rads kriegt man so einen kleinen Schock. Ja. Hops und dann hops. Ja. Also man hat keine Ruhe, wenn man in diesem Wagen sitzt. Und das ist, wie unser Leben ist. Man versucht eigentlich immer wieder alles unter Kontrolle zu kriegen, alles in Ordnung. Und sobald man denkt, jetzt klappt es, dann kommt hops. Ja, dann kommt wieder ein Schock vom Rad, dann kommt wieder Dukkha, ja, das kaputte Rad am Wagen. Also, was ist Dukkha? Dukkha ist die nicht befriedigende Natur des Lebens. Es ist die Ansammlung unserer schmerzhaften Erfahrungen. Es ist die leidhafte Seite des Lebens. Es gibt es 2 Arten von Dukkha. Es gibt natürliches Dukkha und selbstgeschaffenes Dukkha.
Natürliches Dukkha ist das Leiden, das auf uns zukommt, einfach weil wir Mensch sind, mit einem menschlichen Körper und einem menschlichen Bewusstsein. Und es in der Natur der Dinge liegt, dass es uns nicht immer gut geht. Der Buddha sagt, Geburt ist Leiden, Alter, Krankheit und Tod sind Leiden, getrennt werden von dem, was man liebt, ist Leiden, sich nicht trennen können von dem, was man nicht gerne hat, ist Leiden, nicht bekommen, was man haben möchte, ist Leiden, nicht erleuchtet sein, ist Leiden. Dieses Leiden ist bestimmterweise natürlich, insoweit sie alle Lebewesen trifft, ohne Ausnahme. Man könnte es auch universelles Leiden nennen. Und dann gibt es selbstgeschaffenes Leiden, selbstgeschaffene Dukkha. Und das ist Leiden, das wir uns zusätzlich zufügen, weil wir das natürliche Leiden, das es gibt, nicht akzeptieren können und dagegen kämpfen. Wir leiden sozusagen unter dem Leiden. Der Buddha illustriert dieses uns selbst zugefügte Leiden mit einem Bild. Er sagt, es ist, als ob ein Mann von einem Pfeil getroffen wird. Statt uns um die Wunde zu kümmern, stecken wir uns noch einen zweiten Pfeil in die Wunde. Der zweite Pfeil, das ist das selbstgeschaffene Leiden. Der erste Pfeil ist das natürliche Leiden. Aber dann machen wir noch etwas dazu. Und dieses Leiden, dieses selbstgeschaffene Leiden, ist persönlich, individuell, weil es für jedes Lebewesen anders ist. Also man kann es auch individuelles Leiden nennen. Also selbstgeschaffenes Dukkha ist das Leiden, das entsteht durch die unangemessene Art und Weise, wie wir auf uns selbst, auf unsere Umgebung und auf andere Menschen reagieren. Wir selbst sind die Verursacher von dieser Art von unseren Leiden. Wir bauen sozusagen selbst einen großen Teil unseren Mist. Und das ist, was Ayakema meint, wenn sie sagt, ohne mich ist das Leben ganz einfach. Also was ist denn genau das Ich, das uns Ärger macht, das uns Probleme schafft? In unserem westlichen Denken ist das Ich das Zentrum unseres Erlebens, unseres Fühlens, unseren Denkens und unseres Wollens. Das Ich ist, wie wir uns erfahren, inmitten einer Welt von anderen, von Menschen, die nicht Ich sind. Jedenfalls mir gegenüber. Es ist das, was uns unterscheidet und trennt von jedem anderen Menschen. Wie dieses Ich aussieht, darüber haben wir meistens auch eine klare Vorstellung, die wir unser Selbstbild nennen. Dieses Selbstbild pflegen wir und wir versuchen, sie gegen Angriffe zu schützen. Je mehr wir aber an unser Selbstbild anhaften, desto mehr Probleme kriegen wir, weil das Selbstbild meistens nicht so genau stimmt. Manchmal sind wir besser, als wir denken, und oft sind wir auch nicht so gut, wie wir gerne glauben würden. Das sogenannte Ich ist ein zentrales Thema in der Lehre des Buddha. Der Buddha sagt, dass das Ich bloß eine Idee ist, eine Vorstellung, ein Konzept, das zwar nützlich ist, aber keiner Wirklichkeit entspricht. In der altindischen Sprache wird für dieses Ich der Begriff Atman benutzt. Atman bedeutet so viel wie Seele, Kern, unveränderliche Essenz, tiefstes Wesen, das, was ich bin. In der westlichen Philosophie wird oft der Begriff Ego verwendet,
aber das Ego hat eine etwas spezifischere Bedeutung als das mehr allgemeine Ich. Und in meinem Vortrag werde ich mich auf die Begriffe Ich und Atman beschränken. Der Buddha hat den Begriff Atman benutzt, um seine Position klar zu machen. Er sagt, was wir sind, ist An-Atman, Nicht-Atman oder ohne Atman. In unserer westlichen Sprache könnte man sagen, wir sind Nicht-Seele oder ohne Seele. Die Seele ist ein Begriff, den wir benutzen, um zu erklären, wie wir uns selbst verstehen. Ja, man sagt, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Ja, das ist die Standardliste. Die Seele hat aber, dem Buddha nach, keinen Wirklichkeitsgehalt. Sie ist bloß eine Idee, eine Vorstellung, nützlich aber nicht mehr als das. Was zu dieser Vorstellung der Seele oder des Atmans gehört, ist, dass sie fest, unveränderlich, ewig ist. Aber dafür gibt es keine Begründung in der Wirklichkeit, sagt der Buddha. Die philosophischen Begriffe Seele und Atman sind uns vielleicht relativ fremd. In mehr psychologisch orientierter Sprache könnte man auch über das Ich reden. Genauso wie Seele oder Atman ist auch das Ich als feste, unveränderliche Kern unseres Wesens bloß eine Idee, eine Illusion. In Wirklichkeit sind wir nicht Ich oder ohne Ich. Das ist jedenfalls, was der Buddha uns lehrt. Um das zu verstehen, müssen wir anfangen, das Ich in uns wahrzunehmen und kennenzulernen. Das ist überhaupt nicht einfach, weil wir so mit seiner Anwesenheit und Dominanz vertraut sind, dass wir ihn leicht übersehen. Es ist aber auch nicht allzu schwierig, das Ich wahrzunehmen, weil das Ich sich gerne meldet und gerne im Vordergrund tritt. Ich werde hier ein paar Hinweise geben, wie man das Ich wahrnehmen kann. Und damit komme ich dann auch mal zu meiner nächsten Frage. Wie können wir das Ich in uns selbst erkennen? Die Vorstellung Ich kommt zum Ausdruck in unser Verhalten. Sie manifestiert sich in unserem Verhalten. Das Ich meldet sich auf die unterschiedlichste Arten und Weisen. Und 10 Beispiele dafür habe ich hier aufgelistet. Erstens, das Ich betrachtet sich als Zentrum des Universums. Ich bin das Zentrum des Universums. Jeder für sich denkt, dass er oder sie Zentrum des Universums ist. Also das Universum hat unglaublich viele Zentren. Ja. Es ist ganz natürlich, dass wir so denken. Und der Grund dafür ist, dass unsere Sinne zentral mit unserem Körper verbunden sind. Ja. Also wenn ich die Welt wahrnehme, dann nehme ich die Welt da draußen wahr. Ja. Und dann bin ich automatisch das Zentrum von dieser Welt da draußen. Also man kann es gut verstehen, dass man so denkt. Aber irgendwie muss das schon falsch dran sein. Dass wir alle das Zentrum des Universums sind. Zweitens, das Ich baut Grenzen und Territorien auf für sich selbst. Das ist mein Raum. Ja. Da sollen andere draußen bleiben. Ja. Da sind meine Grenzen. Ja. Ich kann mich vorstellen, ja, wir sitzen schon ziemlich nah aufeinander. Hier in diesem Raum sind viele Leute da. Aber wenn man die Stühle noch näher aneinander setzen würde und die Matten und die Kissen noch näher und man berührt einander, dann wird es allmählich unbequem. Ja? Und warum? Weil dann die Territorien, unsere eigenen Bereiche überlappen. Und das haben wir nicht gerne. Dann wird unser Ich so ein bisschen davon bedroht. Ja? Also das Ich will Raum haben. Drittens, das Ich fühlt sich leicht angegriffen oder beleidigt. Es verteidigt sich und meint immer, dass andere schuld sind. Kommt wahrscheinlich bekannt vor. Ja. Mein Freund, mit wem ich zusammenwohne in Arnsberg, hat mir vor kurzem gesagt, jetzt hast du schon wieder die Herdplatte angelassen. Ja. Faktisch war das einfach wahr. Ich hatte die Herdplatte angelassen. Ein Moment von Unachtsamkeit.
Aber was in diesem Augenblick passierte, ist, dass ich mich als Person völlig angegriffen fühlte. Ja? Und ich musste wirklich zweimal durchatmen und sagen, du musst nicht reagieren. Ja, nimm das erstmal an und guck, was wahr daran ist. Oh ja, das ist wahr. Ah ja, au, au, au. Ja, und dann konnte ich damit umgehen. Aber das erste Gefühl war, ich werde angegriffen. Ja? Und nur durch Überlegen konnte ich dann das Gefühl abbauen. Also das ist das Ich, das verteidigt sich. Ja? Das will nicht angegriffen werden. Ja, und dann kommt auch die Idee, ja, nicht ich bin schuld, es sind immer die anderen, die das Problem sind. Vierter Punkt. Das Ich meckert gerne. Ja, es sieht gerne die Fehler in anderen und übersieht eigene Fehler. Ja, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Ja. Und alle Probleme in der Welt, sie kommen dadurch, dass irgendwie andere Menschen irgendwelche Fehler machen. Ja. Aber ich nicht. Ja. Das Ich ist total fehlerfrei in unseren eigenen Augen. Nur wenn wir mal so ein bisschen ehrlicher sind, dann sagen wir, ach ja, nee, stimmt eigentlich nicht. Aber so die erste Impuls ist von, ich habe doch recht. Ja, und ich habe keine Fehler. Ja, das ist die erste Impuls. Fünfter Punkt. Das Ich sucht Glück und Befriedigung außerhalb sich selbst. Ja, hier bin ich, da ist die Welt, das Glück muss irgendwie da sein. Ja, die Befriedigung muss irgendwie da sein. Ja. Und es kommt so zum Ausdruck in diesem Satz, wenn nur, ja dann. Ja, wenn nur mein Job besser wäre, dann würde es mir besser gehen. Wenn nur mein Partner lieber zu mir wäre, dann würde es mir besser gehen. Ja, also die Tendenz immer zu gucken, das Glück und die Befriedigung muss irgendwie da draußen sein. Und damit grenzt das Ich sie wieder ab von der Welt. Ja? Statt dass es eine offene Verbindung ist, grenzt es sich ab. Sechstens, das Ich stellt Forderungen und besteht auf seine Rechten. Ja? Ich habe diese und diese Rechten und ich fordere das von der Welt en van andere Menschen. Ja. En dan wird das Ich dann auch laut gesprochen. Ich habe Recht. Ja. Unsere Teenager-Sohn sagt dann vielleicht, ich habe Recht auf mijn 50 Euro Taschengeld pro Woche. Weiß ich nicht was. Ja. Also, das ist diese fordernde Teil von uns. Ja. Dat zegt, ich habe doch Recht darauf. Ja. Mein Lehrer Sangharakshita sagt dazu manchmal, Menschen haben keine Rechte, die haben nur Pflichten. Wenn alle ihre Pflicht erfüllen, ist das Leben wunderbar. Siebter Punkt. Das Ich setzt sich gerne gegen anderen durch. Ja? Ich will das und deshalb soll das auch passieren. Was andere wollen, ist mir in diesem Augenblick egal. Ich will, dass das so läuft. Ja? Und wenn unser Ich sehr groß ist, dann kann es sein, dass wir wollen, dass etwas passiert zu jedem Preis. Ja? Weil wir, das Ich von uns, die finden das gerechtfertigt. Ich hoffe, dass es bei vielen von uns nicht der Fall ist, dass wir zu jedem Preis unsere Wille durchsetzen wollen. Achter Punkt. Das Ich schwelgt gerne in negativen Emotionen. Es ist stolz, neidisch, eifersüchtig, launisch, ärgerlich, wütend, misstrauisch und so weiter und so weiter. Diese Liste könnte man ziemlich lange erweitern. Also es neigt dazu, in negative Emotionen reinzugehen und darin hängen zu bleiben. Ja, das ist typisch für das Ich. Und interessanterweise, mein nächster Punkt Nummer 9 ist, dass wir das Gegenteil, die positive Emotion, fürchten. Ja? Das Ich fürchte die positive Emotion. Ja? Auf Freundlichkeit reagieren wir mit Argwohn. Was will die von mir? Ja, die ist so freundlich, da muss etwas nicht stimmen. Ja? Auf Großzügigkeit reagieren wir mit Habsucht. Oh, du hast mir was gegeben, jetzt will ich noch mehr. Auf Vertrauen reagiere ich mit Misstrauen. Auf Dankbarkeit reagiere ich mit Ablehnung. Nö, brauche keine Dankbarkeit. Ja? Also wir haben manchmal Angst für positive Emotionen. Das Ich fühlt sich auch davon ein bisschen bedroht, weil eigentlich positive Emotionen das Ich so ein bisschen auflösen, ja? Und freier machen. Ja, das Ich macht dann schnell zu. Ja, das ist zu gefährlich. Letzter Punkt. Das Ich ist höchst empfindlich für 8 weltliche Winde. Das ist eine typisch buddhistische Lehre, die 8 weltliche Winde.
Das sind vier Paare von Erfahrungen, die uns motivieren, die das Ich motivieren. Erfahrungen, die wir haben wollen oder die wir nicht haben wollen. Und ein Paar ist Gewinn und Verlust. Ja, wir streben immer nach Gewinn und versuchen Verlust zu vermeiden. Zweite Paar ist Vergnügen und Leiden. Ja, wir streben Vergnügen an und versuchen Leiden zu vermeiden. Dann Lob und Tadel. Wir möchten gerne gelobt werden, aber nicht gerne getadelt werden. Und dann Ruhm und Schande. Ja, wir wollen gerne, dass Leute uns kennen, auch für unsere gute Qualitäten, für unsere Fähigkeiten. Aber wenn wir was gemacht haben, das nicht so stimmig ist, dann ist das Schande, wollen wir nicht haben. Also diese acht weltliche Winde, die heißen so, weil sie uns hin und her wehen. Ja? Das Ich ist ständig damit beschäftigt zu gucken, was kann ich kriegen? Ja? Kann ich Gewinn und Vergnügen und Lob und Ruhm kriegen? Und was muss ich vermeiden? Ja? Muss ich Verlust vermeiden, Leiden, Tadel und Schande? Ja? Also das Ich flüchtet für die unangenehmen Seiten und rennt hinter die angenehmen Seiten hinterher. Aber die acht weltliche Winde sind immer viel schneller als wir und holen uns immer wieder ein. Aber daran kann man auch das Ich erkennen, ja? Wenn man sich mit diesen weltlichen Winden beschäftigt und sich davon führen lässt. Das ist das Ich, was da aktiv ist. Also das sind 10 Wege, wie man das Ich bei seinen Aktivitäten wahrnehmen kann. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber es reicht jetzt mal. Mit all diesen Verhaltensweisen schafft das Ich uns Schwierigkeiten und Probleme. Und deshalb kann man tatsächlich sagen, ohne mich, also ohne Ich, wäre das Leben einfacher. Gucken wir das Ich nochmal ein bisschen genauer an. Was macht das Ich mit seiner Umgebung? Wir haben gerade gesehen, dass das Ich, obwohl es nur eine Illusion ist, dennoch sehr aktiv ist und eingreift in seine Umgebung. Das Ich betrachtet sich als Zentrum des Universums und deshalb ist es nicht mehr als natürlich, dass das Ich auch versucht, seine Umgebung zu dominieren. Es schafft sich ein Territorium, wo es Herr und Meister ist. Für eine Person ist das ihre Arbeitsposition. Für eine andere Person ist das ihr Zuhause. Für einen Dritten ist es ihr Fußballverein. Und für einen Vierten vielleicht das buddhistische Zentrum. Wer weiß. Zusätzlich neigt das Ich dazu, alles in seiner Umgebung in meins und nicht meins aufzuteilen. Das ist die Verlängerung vom Ich. Ich verlängert sich in mein und nicht mein. Wenn meins angenehm ist, wollen wir mehr davon haben. Wir fangen an, Gier nach Besitz zu entwickeln, Besitz anzuhäufen, Abneigung und Neid zu entwickeln zu denjenigen, die mehr haben als wir selbst und die Welt als Schauplatz für die Befriedigung von unseren eigenen Wünschen zu betrachten, statt als Lebensraum zum Wohle aller Lebewesen. Wir lieben unser Geld, unser Auto, ja, aber auch Sachen so wie unsere Meinungen und unsere Ansichten. Ja, meine Meinung, meine Ansicht ist wichtig. Ich habe Recht. Wenn meins unangenehm ist, wollen wir es weghaben. Wir fangen an, Abneigung zu entwickeln, das Unangenehme von uns wegzuschieben, es zu hassen und kaputt machen zu wollen. So hassen manche Menschen ihren Körper, ihren Job oder ihren Nachbarn. Und noch vieles mehr. Wenn nicht meins etwas ist, das uns als angenehm erscheint, ärgern wir uns darüber, dass wir es nicht haben. Oder wir werden neidisch auf diejenigen, die es haben. So bedauern wir den tollen Job, den wir nicht haben, und sind eifersüchtig auf unseren besten Freund wegen seiner neuen Freundin. Wenn nicht meins etwas ist, das uns unangenehm erscheint, freuen wir uns darüber, dass wir von den Unangenehmen verschont geblieben sind. So freuen wir uns darüber, wenn wir dieses Jahr keine Grippe bekommen haben
und dass das kaputte Auto der Nachbarn nicht unser eigenes Auto ist. Und so sind wir ständig damit beschäftigt, die Welt zu verteilen in meins und nicht meins und angenehm und nicht angenehm, und darauf reagieren wir und unser Verhalten wird dadurch bestimmt. Und so sind wir gefangen in einem Kreislauf von haben wollen und nicht haben wollen, von anhaften und vernichten, von Freude und Bedauern. Weil dieser Kreislauf niemals zu Ende kommt, befinden wir uns immer in einem Zustand von Unfrieden, von Leiden, von Dukkha. Wie wäre es denn, wenn das Ich nicht da wäre? Und was bedeutet es, kein Ich zu haben? Wenn wir das Ich als Vorstellung durchschauen und es sich dadurch auflöst, bedeutet das nicht, dass es uns nicht mehr gibt. Es gibt uns, nicht als festes, unveränderliches Subjekt, sondern als Prozess. Ein Prozess mit unterschiedlichen Aspekten, mit einem Körper, mit Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Selbstbewusstsein. Was es aber nicht gibt, ist dieser Kern, der von sich sagen kann, ich bin ich. Und dies ist mein Körper. Dies sind meine Gedanken, meine Emotionen, mein Bewusstsein. Ja, es gibt Körper und Geist. Es gibt Gedanken, es gibt Emotionen und so weiter. Aber es gibt kein Eigentümer von diesen Prozessen. Es gibt nur diese Prozesse. Das ist sehr schwierig zu verstehen und noch schwieriger zu akzeptieren. Aber das ist, was die buddhistische Tradition sagt und was viele praktizierende Buddhisten irgendwann in ihrer Erfahrung bestätigt finden. Der Philosoph Descartes hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, deshalb bin ich. Buddhisten gehen weiter und sagen, ich denke, deshalb bin ich Gedanke. Ich fühle, deshalb bin ich Gefühl. Ich will, deshalb bin ich Wille. Ich ändere mich, deshalb bin ich Prozess. Und all das funktioniert prima, auch ohne Ich-Vorstellung. Shakespeare lässt Hamlet sagen, to be or not to be, that is the question. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Der Buddha lehrt, sein und nicht sein sind Extreme. Der mittlere Weg ist werden. In anderen Worten, existieren und nicht existieren sind Extreme. Die Wirklichkeit ist nur Prozess, nur Veränderung. Für etwas Festes, Unveränderliches gibt es keinen Raum. Also strikt genommen brauchen wir das Ich überhaupt nicht. Ohne Ich kann man gut leben. Kein Ich zu haben bedeutet, frei zu sein von der Tyrannie des Ichs. Sich frei zu fühlen von all dem, was uns konditioniert und einengt. Es bedeutet, frei zu sein von allen neurotischen Begierden und Abneigungen, von allem Anhaften und Zerstören wollen. Es bedeutet, sich nicht länger getrennt und isoliert zu fühlen von allen anderen Lebewesen, sondern sich mit allen verbunden zu fühlen. Es bedeutet, frei von Leiden zu sein. Wie Ayakema schon sagte, ohne mich ist das Leben ganz einfach. Wie kann man das Ich loswerden, wenn man es möchte? Manche möchten das vielleicht nicht. Hier gibt es drei Hauptmethoden. Die erste Methode ist Meditation. Nach buddhistischer Sicht ist das Ich eine Illusion. Es verschwindet, wenn man es durchschaut. Für dieses Durchschauen braucht man einen klaren, ruhigen, gesammelten Geist. Und Meditation ist die geeignete Methode, um den Geist zu beruhigen und zu sammeln.
Sie wirkt wie ein Scheinwerfer, worunter keine Illusion standhalten kann. Die zweite Hauptmethode ist Reflexion. Wenn wir unsere Erfahrungen genauer anschauen und über unsere Erfahrungen reflektieren, können wir sehen, wie das Ich sich aufspielt und das eigentlich nicht dahinten ist. Das Ich ist eigentlich nur heiße Luft. Und das kann man durch Reflexion besser sehen. Dann dritte Hauptmethode ist altruistisches Handeln. Indem wir etwas für andere tun, verweisen wir unseren Ich auf seinen Platz hinter in der Reihe. Wenn wir das nur lange und oft genug tun, verliert das Ich über Zeit an Kraft und löst sich letztendlich auf. Damit habe ich die ersten 6 Fragen beantwortet oder jedenfalls behandelt, lass mal so sagen. Ich habe noch jetzt einen weiteren Teil, die heißt die Entstehung des Ichs in der Evolution des Bewusstseins. Es hat ein bisschen anderen Charakter. Oft kann man eine Illusion besser durchschauen, wenn man versteht, wie sie entstanden ist. Und deshalb werden wir jetzt einen Rückblick werfen auf die evolutionäre Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Die biologische Entwicklung der menschlichen Sorte hat 2 Höhepunkte gekannt. Erstmal die Entwicklung des Selbstbewusstseins und zweitens die Entwicklung der Sprache. Also Selbstbewusstsein, dadurch kommt der Mensch weiter als die Tiere, die haben kein Selbstbewusstsein, und die Entwicklung der Sprache. Auch Tiere haben nur sehr beschränkt Kommunikationsmittel. Es ist schwierig zu sagen, ob es in diesen beiden Punkten eine chronologische Reihenfolge gibt. Wahrscheinlich haben sie sich gegenseitig befruchtet. Selbstbewusstsein konnte sich vielleicht nur richtig entfalten, als Kommunikation mit anderen Menschen möglich wurde. Gleichzeitig setzt die Entwicklung der Kommunikation einen bestimmten Grad von Selbstbewusstsein in den Beteiligten voraus. Selbstbewusstsein unterscheidet den Mensch von der Tierwelt. Der Mensch hat die Fähigkeit, über sich selbst und seine Beziehungen mit anderen Menschen und zu seiner Umwelt zu reflektieren. Dadurch kann er anfangen, sich selbst in seiner Umgebung zu verstehen. Und das ist dann wieder die Basis dafür, dass er anfangen kann, sich zu ändern, um mehr in Harmonie mit seiner Umgebung zu sein und weniger zu leiden. Und damit ist ein Prozess von bewusster Selbstentwicklung in Gang gekommen, der nur in Menschen möglich ist. Der Mensch hat die Fähigkeit, in sein eigenes Leben einzugreifen und seine eigene Zukunft einigermaßen mitzubedingen. Damit ist der Mensch nicht länger nur passives Objekt der biologischen Evolution, sondern auch aktives Subjekt einer psychologischen und letztendlich spirituellen Evolution. Dann Sprache. Sprache ermöglicht es Menschen, Kontakt mit anderen Menschen zu machen. Zuerst um Bedürfnisse zu befriedigen, allmählich auch um gemeinsam Aktivitäten zu planen und auszuführen, Ideen und Vorstellungen auszutauschen und Gemeinschaft aufzubauen. Mit anderen Worten, Sprache ist die Basis für Zivilisation. Und mit der Entwicklung einer Zivilisation lässt der Mensch definitiv die Tierwelt hinter sich. Er ist in der Menschenwelt angekommen. Die Entwicklung der Sprache bei den frühen Menschen ist sehr ähnlich wie die Entwicklung der Sprache bei kleinen Kindern. Wenn Kinder sprechen lernen, gibt es erst nur einfache einzelne Worte. Zum Beispiel Papa, Mama, Stuhl, Tisch. Das Kind entdeckt die Welt um sich herum. Die Dinge, die man mit den Sinnen erfahren kann. Dann früher oder später entdeckt es sich selbst. Ich. Und so baut es über die Sprache eine Vorstellung auf, wie die Welt ist. Eine Welt von Dingen mit dem wahrnehmenden Ich
als Mittelpunkt. Und so muss es auch am Anfang gewesen sein. Das Problem mit der Entwicklung der Sprache ist, dass sie nicht bloß ein großer Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit ist, was sie ursprünglich als ein hilfreiches Kommunikationsmittel entwickelt hat, bekommt eine eigene Dynamik und schafft uns eine gefährliche Falle. Und die Falle ist, dass wir uns selbst und die Welt um uns herum als festes Subjekt umgeben von festen Objekten wahrnehmen. Weil die Sprache die Objekte benennt und dann auch das Ich benennt, das Subjekt. Nach buddhistischem Verständnis besteht das Leben aber nicht aus feste Dinge, sondern aus Prozesse. In Wirklichkeit gibt es keine feste Dinge. Alles befindet sich in einem Prozess von Entstehen und Vergehen. Ein Prozess von Veränderung. Unsere Sprache betont aber Dinge. Und je mehr wir die Prozesse als Dinge benennen und Bezug auf diese Dinge nehmen, desto mehr fangen wir an, die Welt als Sammlung von festen Objekten zu betrachten. Und diese Welt von Objekten ist eine Scheinwelt. Und die Sprache ist eine wichtige Bedingung dafür, dass wir nicht die Wirklichkeit hinter dieser Scheinwelt wahrnehmen können. Aber das Problem geht noch tiefer. Das Selbstbewusstsein, das sich selbst in einer Welt umgeben von anderen bewusst wird, verfällt sehr leicht zu einem Glauben, dass das Selbst einen festen Kern, ein Ich hat und dass das Ich als Ding existiert. Es gerät zu einer Überzeugung, dass es so etwas wie eine feste, unveränderliche Seele oder in asiatisch begriffen Atman gibt, die der Mittelpunkt all unserer Erfahrungen ist. Und dieses Glauben an einen festen Kern in uns wird verstärkt durch die Sprache. Wir benutzen die Begriffe Ich und Mein und betrachten diese Begriffe unbewusst als absolut, ohne uns zu realisieren, dass sie bloß Sprachgewohnheiten, nur Kommunikationshilfen sind, ohne Wirklichkeitsgehalt. Diese Verabsolutierung der Ich- und Mein-Begriffe ist die Basis alles egozentrischen und egoistischen Verhaltens und Hauptursache von vielen Arten von Leiden. Im Hinblick auf die Ich-Illusion kann man sagen, dass die evolutionäre Entwicklung der Menschheit bisher ein Mensch produziert hat, der zwar Selbstbewusstsein erreicht hat, aber der gleichzeitig in die Falle des Ichs getappt ist und deshalb ein nicht ganz glückliches Wesen ist, nicht ganz glückliches Wesen sein kann, das sich nur mit großer Anstrengung von seinem Leiden und seiner Verblendung befreien kann. Um es auf den Punkt zu bringen, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein ziemlich unvollkommenes Zwischenprodukt der Evolutionsgeschichte. Anders gesagt, in dem Menschen ist die Evolution erstmal stecken geblieben. Und wenn wir nicht aufpassen, wird der Mensch sich selbst zugrunde richten und muss die Evolution von neuem anfangen. Ist damit alle Hoffnung verloren? Glücklicherweise nicht. Die biologische Evolution kommt zwar so langsam voran, dass sie die Menschheit wahrscheinlich nicht retten wird. Aber die Menschheit kann sich selbst retten, wenn sie den Weg der spirituellen Evolution geht. Diese spirituelle Evolution geschieht nicht automatisch, so wie die biologische Evolution, und auch nicht kollektiv, sondern gewollt mit Bemühung und individuell. Jeder individuelle Mensch kann sich entscheiden, sich weiterzuentwickeln. Auch die spirituelle Weiterentwicklung ist eine Entwicklung des Bewusstseins. Auf diesem Weg entwickelt das menschliche Bewusstsein sich von Selbstbewusstsein zum transzendenten Bewusstsein und von transzendenten Bewusstsein
zur Erleuchtung. Und ein wichtiger Aspekt dieser Bewusstseinsentwicklung ist, dass das Ich durchschaut und transzendiert wird. Der Mensch kann aus seiner Ich-Isolation herausbrechen und wieder seine tiefe Verbundenheit mit allen Lebewesen erfahren. Und damit kommt auch ein Ende an alles Leiden, das das Ich uns verursacht. Was ich gerade erzählt habe, habe ich auch nochmal auf Flipchart gesetzt, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Also hier haben wir eine Bewusstseinsentwicklungsgrafik. Ja. Das ist die Zeit, ja, der ganze Evolution. Ja. Also das geht über Millionen Jahre. Ja. Die erste Lebensformen waren eher das Pflanzenreich. Ja, erstmal Mikroben, dann kommt das Pflanzenreich. Was das für ein Bewusstsein hat, habe ich ein Fragezeichen hingesetzt, weiß ich auch nicht. Ja. Aber dann kommen die Tiere. Die Tiere entwickeln sich dann aus Pflanzen. Und die Tiere sind gekennzeichnet von Sinnbewusstsein, Sinnesbewusstsein. Ja, die können sehen und hören und so weiter. Ja, wir als Mensch haben 5 Sinnen: sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Ja. Also das entwickelt sich in diesem Bereich, in dem Tierbereich. Aber die Tiere haben noch kein Selbstbewusstsein. Ja. Das kommt erst, wenn der Mensch auftaucht. Ja, hier kommt eine Art von Plateau. Das ist, wo der Mensch auftaucht. Ja. Und der Mensch hat Selbstbewusstsein, entwickelt Selbstbewusstsein. Aber was da passiert, ist, dass der Mensch in eine Falle gerät. Ja, hier ist die Falle. Ja, meine das ist die Falle. Ja, das ist das Ich. Das ist die Falle, wo wir reingetappt sind. Wir glauben, dass wir ein Ich haben. Ja, und das Ich produziert uns viele Probleme. Ja. Aber wir können raus. Wir können aus der Falle rauskommen. Ja, das ist, wenn wir anfangen, uns spirituell zu entwickeln. Und anfangen zu durchschauen, dass diese Ich eine Illusion ist. Und dann geht die Entwicklung weiter. Ja. Bis auf den Punkt, dass sogar transzendentes Bewusstsein entsteht. Ein Bewusstsein, was weit über unser normales Selbstbewusstsein hinausgeht. Ja, und das geht weiter und weiter und weiter, bis zur Erleuchtung. Ja. Hier spricht man noch in diesem Bereich über den Mensch, ja, der sich entwickelt. Hier spricht man schon über den edlen Mensch, ja, der transzendente Bewusstsein hat. Also links von diesem Punkt ist die biologische Evolution. Ja, die ist automatisch, wir haben nichts dafür tun müssen. Ja, ist einfach, wir sind jetzt zum Mensch geworden, ohne dass wir uns dafür bemühen mussten. Und es ist kollektiv. Ja, es passiert nicht nur mit einem Individuum, es passiert mit allen, ja, mit der ganzen Menschheit. Die spirituelle Evolution, die kann eigentlich nur passieren, dadurch, dass man sich bemüht. Es kommt nicht spontan, man muss sich bemühen, man muss dafür etwas tun. Ja, meditieren, reflektieren und so weiter. Und es ist individuell. Ja, nur ein Individuum kann sich dazu entscheiden, dass das der Weg ist, der erfolgen möchte. Ja, das macht man nicht kollektiv. Man macht es schon im Rahmen einer Gemeinschaft, ja, ein Sangha, so wie wir das im Buddhismus nennen. Aber an sich ist es eine individuelle Entscheidung. Ja. Also das ist die Zukunft, die Menschheit haben muss, um zu überleben. Ja. Wenn wir hier stecken bleiben, dann gebe ich die Menschheit wenig Chance, muss ich ehrlich sagen. Also es ist total wichtig, dass individuelle Menschen sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, sodass wir damit auch die Welt noch bewahren können. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Vorstellung eines festen Kerns oder einer festen Seele ist sehr tief in uns verankert. In der christlichen Religion ist es die Seele, die den Tod überlebt und die Wiedervereinigung mit Gott anstrebt. Der Buddha lehrt aber, dass man bei einer genaueren Betrachtung unseres Selbst so eine Seele, so einen festen Kern nicht finden kann. Die Aussage, dass das Ich nur eine Illusion ist, ist für uns tief bedrohlich und meistens lehnen wir es erstmal vehement ab. Es ist erst nach längerer Erfahrung mit Meditation, dass wir anfangen, die Wahrheit hinter dieser Illusion zu spüren und dass wir lernen, uns allmählich von dieser Illusion zu befreien. Ich möchte jetzt abschließen mit einer Geschichte, mit einem Mythos. Ein Mythos aus den alten buddhistischen Schriften. Und das ist der Mythos von der Heimreise. Manche Leute werden bestimmte Ähnlichkeit mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns wiedererkennen.
Es gab einmal einen Mann, der seinen Vater verließ und fort in ein fernes Land ging. Er lebte dort für lange Zeit, vielleicht für über 50 Jahre. Während all der Zeit war er entsetzlich arm. Er zog umher, arbeitete hier und da und lebte von der Hand in den Mund. Alles, was er jemals besaß, waren seine Kleider, die er am Leibe hatte. In der Zwischenzeit hatte sein Vater ein ganz anderes Leben geführt. Er war Geschäftsmann und er hatte so viel Erfolg mit seinen verschiedenen Handelsgeschäften, dass er extrem reich geworden war. Sein Handel brachte ihn zu verschiedenen Orten, bis er sich letztendlich in einem anderen Land niederließ, wo er weitere Reichtümer anhäufte. Trotz seines wachsenden Wohlstandes und all seiner geschäftlichen Aktivitäten vermisste der reiche Mann nach wie vor seinen Sohn. Er war betrübt über die lange Trennung. Und seine einzige Hoffnung war, dass sein Sohn eines Tages kommen würde, um das ihm zustehende Erbe anzutreten. Am Ende, dachte der reiche Mann, werde ich alt sein und eines Tages sicherlich sterben. Während dieser Zeit wanderte der Sohn von einer Stadt zum nächsten, von einem Königreich zum nächsten, bis er eines Tages durch Zufall in den Ort kam, in dem sein Vater lebte, obwohl er keine Ahnung davon hatte, dass er seinem Vater so nah war. Als er durch die Straßen schlenderte, auf der Suche nach Gelegenheitsarbeiten, sah er ein riesiges Haus und in dessen Eingang jemanden, der ein sehr reicher Mann zu sein schien. Er war von einer großen Gesellschaft von Leuten umgeben, die alle auf ihn warteten. Der reiche Mann saß im Eingangsportal auf einem prächtigen Thron. Selbst sein Fußbank war mit Gold und Silber verziert. Als der arme Mann den reichen Mann dort auf dem Thron in all seiner Pracht sitzen sah, war er vollkommen verängstigt. Er dachte, dass er einem König begegnet sei, oder zumindest einem großen Edelmann. Ich sollte lieber von hier verschwinden, sagte er zu sich selbst. Ich werde viel eher Arbeit in den Straßen der Armen finden. Wenn ich hier bleibe, laufe ich Gefahr, dass sie mich zum Sklaven machen. Er eilte davon, ohne die geringste Ahnung, dass dieser reiche Mann sein eigener Vater war. Aber kaum hatte der reiche Händler den elenden armen Mann am Rande der Menschenmenge gesehen, so wusste er, dass dies sein Sohn war, der nach all diesen Jahren zurückgekommen war. Was für eine Erleichterung! Jetzt würde er in der Lage sein, seinen Besitz dem rechtmäßigen Erben zu übergeben und in Frieden sterben können. Voller Freude rief er ein paar Diener und bat sie, dem armen Mann nachzulaufen und ihn zurückzubringen. Als sie aber mit dem armen Kerl zusammenkamen, war er noch verängstigter als zuvor. Sie wurden geschickt, um mich einzusperren. Möglicherweise werden sie mir den Kopf abschlagen, dachte er, und war so voller Furcht, dass er ohnmächtig zum Boden fiel. Sein Vater war darüber ziemlich überrascht. Und er begann einzusehen, dass all die Jahre, in denen er, voller Reichtum, sein Sohn dagegen in Armut gelebt hatte, eine große psychologische Verschiedenheit erzeugt hatte. Der Junge war es offensichtlich nicht gewöhnt, mit Reichen und Mächtigen umzugehen. So wie die Dinge lagen, hielt er es für das Beste, die Identität seines Sohns geheim zu halten. Darum rief er einen anderen Diener und instruierte ihn, dem armen Mann zu sagen, dass er gehen könne, wenn er wollte. Der arme Mann konnte sein Glück kaum fassen und lief so schnell er konnte fort,
um im ärmsten Viertel der Stadt nach Arbeit zu suchen. Zwei Männer seines Vaters folgten ihm. Als sie ihn aufgespürt hatten, boten sie ihm Arbeit an, so wie es der reiche Mann ihnen befohlen hatte. Die Arbeit bestand in dem Beseitigen eines großen Haufen Drecks, der sich auf der Rückseite des Wohnsitzes angesammelt hatte. Der arme Mann akzeptierte dieses Angebot sofort und brach auf, um mit den beiden Männern zu arbeiten. Tag um Tag schaufelte er an dem Dreckhaufen und brachte ihn mit Körben an einen entfernten Ort. In einer Strohhütte direkt in der Nähe des Anwesens fand er eine Bleibe. Für einige Jahre fuhr der arme Mann damit fort, Dreckhaufen wegzuschaffen, und er gewöhnte sich daran, im Anwesen ein- und auszugehen, wobei er weiterhin in seiner alten Strohhütte lebte. Dann geschah es, dass der alte Mann sehr krank wurde und wusste, dass er bald sterben würde. Er rief den armen Mann zu sich und sagte: »Ich spüre, dass ich dir voll und ganz vertrauen kann, so wie ich meinen eigenen Sohn trauen würde. Deshalb werde ich dir all meine Aufgaben übertragen.« Von diesem Tag an war der arme Mann der Verwalter des reichen Mannes und kümmerte sich um all seine Geldanlagen und Geschäfte. Mit der Zeit änderte sich der arme Mann. Sein Vater, die ihn ständig beobachtete, sah, dass er sich nach und nach daran gewöhnte, mit Reichtümern umzugehen, und dass er sich schämte, in der Vergangenheit so schäbig gelebt zu haben. Es wurde offensichtlich, dass der arme Mann begonnen hatte, sich zu wünschen, selbst reich zu werden. Zu dieser Zeit war der reiche Mann wirklich schon sehr alt und krank und spürte, dass der Tod nahe war. Darum ließ er alle Leute aus der Stadt zu sich kommen. Als sie alle versammelt waren, stellte er ihnen seinen Sohn vor und erzählte ihnen die ganze Geschichte. Als er geendet hatte, übergab er seinen ganzen Besitz an seinen Sohn, der sein großes Glück kaum fassen konnte. Der reiche Vater in dieser Geschichte steht für das höhere Selbst, das sich vom Ich befreit hat. Der Sohn, das ist jeder von uns, steht für das isolierte Ich, das sich von seinem Vater, das höhere Selbst, entfremdet hat. Der Sohn lebt lange Zeit in Armut, so wie das Ich in spiritueller Armut lebt. Der Vater vergisst seinen Sohn niemals und wartet immer darauf, dass der Sohn heimkehrt. Ebenso gibt das höhere Selbst niemals auf und wartet darauf, dass unser Ich sich besinnt und den Weg nach Hause zurückfindet. Der Sohn kehrt letztendlich zum Vater zurück, gewöhnt sich wieder an Reichtum und nimmt seine Erbe an. Das bedeutet, dass das Ich sich selbst als Illusion erkennt und die Wahrheit des höheren Selbst ohne Ich realisiert. Und damit wird das Leben wieder ganz einfach. Dankeschön.